Hallöchen. Wie das Schicksal so will, hat mir das Schicksal einen Nahkauf bereitgestellt. Und da habe ich mir erstmal ein Schmandgebäck mit Mandarinen geholt, einen Kaffee und ein bisschen extra Gewicht, weil ich habe ja so nicht schon genug zu tragen. Größtenteils ist es eigentlich relativ easy. Ein paar Nudeln, Pesto, Bananen, Avocado, Orangen war übrigens im Angebot. Ein bisschen Yum-Yum-Nudeln, Hartweizengrieß, dann so Rinderbouillon-Zeug hier. Das lässt sich schnell erhitzen mit den Hartweizengrieß und Haferflocken für Frühs. Weil ich brauche auf jeden Fall die Energie, ey. Ich merke es gerade. Ach, und Tafeltrauben. Die waren auch im Angebot. Nee, ich brauche Frühs auf jeden Fall was zu essen. Und ja, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben mit dem Einkaufen. Weil andere Sachen hätte ich auch kurz vorher holen können, aber ist egal. Jetzt kann ich mir erstmal schön meinen Schmandgebäck, glaube ich, heißt das. Schmandkuchen? Weiß ich nicht. Und meinen Kaffee. Und dann geht's gut gestärkt in die Weiterfahrt, in die nächste Runde, wollte ich schon fast sagen. Ja. Ich bin jetzt hier in irgendwo hinter Ifta. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hier heißt. Aber es ist eigentlich noch alles hier ganz ruhig und entspannt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kann ich schön meinen Kaffee genießen. Naja, ich mache jetzt ein Ruhefrühstück und wir sehen und horchen uns. Also ihr seht mich, ich sehe nichts von euch. Ja. Hauptsache dünnes Gelaber. Hört nicht drauf. Spult einfach vor.